Herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Hier ist Kai und ich habe für euch heute ein Rezept aus der Kategorie Basis der italienischen Küche. Denn wir machen Pesto. Pesto gibt es ja, keine Ahnung, 1000, 2000, noch mehr Rezepte auf der ganzen Welt. Aber wir machen heute die wahrscheinlich bekannteste und am meistverwendetste Pesto, nämlich die Pesto Genovese. Dazu brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel und es ist auch nicht viel Arbeit im Thermomix. Das heißt, ab sofort macht ihr die selbst und braucht sie nicht mehr zu kaufen. Wir beginnen mit 2 Zehen Knoblauch, 30 Gramm Pinienkernen und 50 Gramm Parmesan. Das Ganze wird jetzt 10 Sekunden im Thermomix auf Stufe 10 geschreddert. So, Deckel drauf, Ohren zu. Wenn da kein Deckel drauf wäre, Leute, Küche renovieren, zeige ich euch. So, ich zeige euch mal, wie das aussieht hier. Das ist jetzt unsere Parmesan-Pinienkern-Knoblauch-Masse. Die schieben wir jetzt natürlich nach unten. Klar, durch die Zentrifugalkraft hat sich da einiges oben festgesetzt. Natürlich auch ein bisschen was unterm Messer. Und die übrigen Zutaten kommen jetzt hinzu. Und zwar 25 Gramm Basilikumblätter und 80 Gramm Olivenöl. Bei solchen Rezepten, generell bei Rezepten, wo man wenige Zutaten braucht und die man ja genau so dann verzehrt und wo nicht wirklich jetzt irgendwie noch angebraten wird oder sonst was, würde ich immer darauf achten, gute Qualität zu nehmen. Also nehmt ein gutes Olivenöl, nehmt vielleicht auch mal den etwas teureren Parmesankäse und nicht den Hartkäse-Parmesan-Ersatz. Also da kann man schon wirklich Unterschiede schmecken nachher. Das Ganze jetzt 7 Sekunden, 10 Sekunden auf Stufe 7. So, Dankeschön. Auch hier wieder nach unten schieben. Das sieht doch schon sehr pesto-mäßig aus. Was kann man jetzt mit Pesto machen? Auf Nudeln kann man sie drauf machen. Man kann sie, schmeckt doch schon sehr gut. Man kann die natürlich auch auf Fleisch machen. Ja? Ich persönlich mag es am liebsten wirklich auf Nudeln. Ja, einfach ganz normale Nudeln nehmen, keine andere Soße, nur ein bisschen Pesto drauf. Wir machen jetzt noch etwas Salz hinzu. So ungefähr 1 bis 1,5 Teelöffel. Das bleibt eurem Geschmack überlassen. Und mischen das Ganze noch einmal kurz. So 2-3 Sekunden. Stufe 1 bis 2. Einfach nur, dass es ein bisschen durchgemischt ist. So, das reicht. Und damit ist unsere Pesto fertig. Mehr braucht man nicht. Ja. In ein Glas damit, hält sich auch eine Zeit lang im Kühlschrank, ja, so eine Woche mindestens, 2 Wochen wahrscheinlich sogar. Ich habe keine Erfahrungswerte, wie lange es sich wirklich hält, weil wenn ich sowas im Haus habe, wird es gegessen. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich weiß, es gibt 1000 andere Rezepte, habe ich eben schon gesagt, hier für Pesto zu machen mit Bärlauch, mit Pfifferlingen, mit Paprika, Tomate, ich habe keine Ahnung. Ja? Vielleicht habt ihr ein Lieblingspesto-Rezept, das ihr unbedingt mir mitteilen wollt und das ich hier vielleicht sogar mal ausprobieren sollte. Dann schreibt mir das in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden, dem das Video gefällt. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, das dürft ihr uns natürlich auch gerne schreiben, was euch nicht gefallen hat. Schön wäre es, wenn ihr den Kanal abonniert und das Glöckchen auch drückt, aktiviert, ja, denn dann bekommt ihr Nachricht, wenn wir ein neues Video hier in unseren YouTube-Kanal hochgeladen haben. Ich sage bis zum nächsten Mal einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das gerade seht. Tschüss!